Hallo alle zusammen. Heute ein Video darüber, wie ihr eure Mangas reparieren könnt. Und zwar natürlich vor allen Dingen die gebrauchten. Ja, da gibt es ja verschiedene Mängel, die diese Mangas haben können. Und tatsächlich, ich fange direkt mit dem allerbesten Tipp überhaupt an, den man irgendwie auch nirgendwo liest und der gar nicht so geläufig ist, aber der mir wirklich meine ganze Sammlung gerettet hat. Und zwar Feuerzeugbenzin. Wirklich, dieses Zeug ist Gold wert und ich zeige euch genau warum. Ja, also das ist wirklich der wichtigste von allen Tipps, weil das ist tatsächlich auch der beste und der, wie ihr wirklich ohne Rückstände irgendwelche Aufkleber, irgendwelche lästigen. Also ihr kennt das, wenn ihr von Momox vor allen Dingen bestellt, also von Medimobs, dann habt ihr ganz oft solche Sticker da drauf oder bei manchen anderen Gebrauchthändlern auch. Irgendwelche Strichcodes, irgendwelche Preisaufkleber, keine Ahnung. Früher waren die auf den ganz alten Mangas ja sowieso immer drauf. Gerade bei älteren Mangas ist es tatsächlich auch etwas problematisch, diesen Trick anzuwenden. Also ich habe das schon erlebt, dass dann tatsächlich auch die Farbe von dem Cover oder Backcover dann ein Stück weit mit abgegangen ist. Also das muss man dann schon beachten. Bei alten Bänden lieber ein bisschen zimperlich und vorsichtiger. Oder ja, gegebenenfalls sich vielleicht sogar mit dem Sticker abfinden. Aber wenn ihr wirklich ganz frisch einen Manga, übrigens, das gilt nicht nur für Mangas, das könnt ihr auch anwenden, wenn ihr irgendwie selber irgendwie Sticker auf irgendwelche Oberflächen draufgeklebt habt und ihr wollt die loswerden, zum Beispiel an Schränken. Da müsst ihr halt immer drauf achten. Ich bin absolut nicht gut gewesen in Chemie. Ich weiß nicht, wie Benzin mit anderen Stoffen reagiert, ob das dann dem Holz so gut tut oder woraus auch immer euer Schrank besteht. Da müsst ihr euch umfassend informieren. Also da übernehme ich keine Verantwortung für. Also ich habe auf jeden Fall bei meinem Schrank mit Benzin dran rumgearbeitet und da hat es nichts gemacht. Oder von meinem Nintendo 64, da habe ich auch viele Aufkleber draufgeklebt. Also auch da würde ich natürlich sehr vorsichtig sein, dass das Benzin jetzt nicht irgendwie in das Gerät reinkommt und dann die Technik lahmlegt oder keine Ahnung was. Also müsst ihr schon sehr vorsichtig sein. Das Gute an Benzin ist ja, das vertrocknet ja wirklich rasend schnell, also das verfliegt ja in Windeseile. Das ist halt das Positive daran, dass ihr da auch nicht dann irgendwie voll die Trocknungszeiten habt oder sonst was. Also das geht ganz schnell. Ihr könnt das bei CDs machen, also gerade bei CD-Hüllen klappt es sowieso prima, da kann ja auch eigentlich nichts passieren. Übrigens, wenn ein bisschen was von dem Benzin reinsickert und auf dem Booklet sich verteilt oder sowas und das Booklet halt dann dunkler wird an der Stelle, überhaupt kein Problem. Wartet einfach mal einen Tag ab oder so, dann kehrt das alles zurück zu seiner alten Farbe, also da bleiben keine Verfärbungen hinterher zurück. Also wenn sich irgendwas dunkler verfärbt im ersten Moment, ist überhaupt nicht schlimm, das trocknet und dann ist es wieder genauso wie vorher und man merkt gar nicht, dass da Benzin dran war an der Stelle. Auf DVDs natürlich geht das auch und so weiter. Ich glaube, ihr habt es langsam kapiert. Ich fange jetzt einfach mal an. Das Einzige, was ein bisschen blöd ist hier bei diesen Benzindingern, dass man das so schwer aufbekommt. Die Frauen kriegen das vielleicht mit dem Fingernagel noch irgendwie hin, aber ich mit meinen kurzen Fingernägeln kriege das halt nur hin, indem ich halt immer eine Kugelschreibermine zur Hilfe nehme und das dann vorsichtig so aufschiebe. So. Und dann geht ihr einfach hin und tut das Benzin eben auf den Sticker oben drauf verteilen. Man kann natürlich das auf ein Tuch, ist eine schonendere Variante, und dann mit dem Tuch abtupfen. Aber ich finde, dass das hier einfach der schnellste Weg ist und was soll man da lang sich aufhalten? Wie gesagt, wenn es irgendwelche Verfärbungen der Seiten oder sonst was gibt, ist sowieso total egal, weil die Verfärbungen nach einiger Zeit eh wieder weggehen. So, es kann sein, dass ihr das mehrmals wiederholen müsst, bis wirklich der Sticker komplett ab ist. Aber ich merke schon, das Benzin läuft hier gerade überall rum. Ist auch nicht so gut. Aber ihr seht, da wird es halt jetzt dunkler an den Stellen. Und das ist halt, wie gesagt, sowas, das tritt im ersten Moment auf. Da kriegt man vielleicht total die Panik und denkt sich, oh mein Gott, was habe ich getan? Aber wenn es halt erstmal trocknet, dann sieht man davon nichts mehr. Ich kann auch gerne morgen nochmal ein Beweisvideo machen. Guck, wie einfach das geht. Vollkommen einfach, ohne irgendwelche Rückstände. Easy peasy. Schon nach einmal Benzin drauf. Und schon ist der nervige Sticker weg. Und ihr habt keine Friemelei, ihr habt keine Klebreste und Rückstände und keine Ahnung was.
Auch hier ist alles okay, da ist ein bisschen was von der 6 abgegangen. Gerade bei so älteren Sachen wie hier das eben, kann es tatsächlich passieren, dass ein bisschen was von der Farbe abgehen würde. Aber wenn ihr den so runterreißt ohne Benzin, dann passiert euch das wahrscheinlich sogar erst recht und dass ihr das halbe Cover noch mit runterreißt und keine Ahnung was. Und um solche richtig gravierenden Schäden zu vermeiden, ist Benzin eben auch wirklich die beste Wahl. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen und bin einfach heilfroh, dass ich das habe. Wo ich auch aufpassen würde, ist, dass das Benzin nicht hier in den Einband irgendwie reinsickert, weil es kann gut sein, dass dann auch hier der Kleber sich löst. Also gerade eben bei Mangas, die ja geklebt sind und nicht gebunden, da würde ich da definitiv aufpassen, ein bisschen vorsichtiger sein beim Einband und dass da möglichst kein Benzin dran kommt, weil ihr wollt ja nicht den Kleber auch noch mitlösen. Wenn sich der Manga nach allem immer noch ein bisschen klebrig anfühlt, da wo eben der Sticker vorher war, hier wenn man es gegen das Licht hält, sieht man das auch noch ein bisschen. So Reste. Na gut, ich denke mal hier, das wird bleiben, das wird man nicht mehr wegbekommen, aber das sieht man ja auch nur, wenn man es gegen das Licht hält. Auf jeden Fall, wenn es noch ein bisschen klebt, einfach nochmal mit Benzin drüber. Oder was ich auch nur empfehlen kann, sind hier feuchte Allzwecktücher. Ja, oder Hygienetücher heißen die manchmal auch, halt so Alkoholtücher. Die sind super. Also das würde ich euch sowieso empfehlen, wenn ihr euch ein Manga, ein Buch oder was auch immer gebraucht kauft, erstmal hier so ein Tuch nehmen und da so richtig schön einmal Cover damit abputzen, Buchrücken und Backcover. Mache ich immer so, weil danach hat man immer das Gefühl, alle Keime, Viren, Bakterien vom Vorbesitzer sind weg und was der da an Soßenflecken hinterlassen hat und was weiß ich was, dann fühlt es sich wieder wie neu an. Es ist dann die Illusion, dass man es wieder wie neu hat, obwohl es eigentlich gebraucht ist. Aber wie gesagt, es fühlt sich auch dann wirklich auch wie neu an, meistens. Ich mache jetzt einen Cut und der nächste Teil ist dann eben, dass ich euch den Band morgen nochmal zeige, nach 24 Stunden, einfach um euch zu beweisen, dass dann eben von diesen dunklen Stellen nichts mehr übrig geblieben ist und dass das halt dann wirklich nur im ersten Moment halt dunkler wird, wenn das mit dem Benzin in Kontakt kommt. So, also ihr seht, 24 Stunden später, hier sieht man überhaupt keine Farbunterschiede mehr an dem Rand, wo es heruntergelaufen war. Also da muss man schon ganz genau hingucken, um da irgendwas zu erkennen. Und hier, ja gut, hier sieht man es halt noch ein bisschen, da wo der Sticker halt auch wirklich gewesen ist. Aber ich denke mal, das müsste eigentlich irgendwann noch komplett weggehen mit der Zeit. Aber es ist halt wirklich minimal, wie man sieht. So, hier hätten wir den nächsten Tipp zum Restaurieren von Mangas. Und zwar Stichwort Stempel. Also wenn ihr irgendwie preisreduzierte Exemplare habt von Mangas oder Mängelexemplare oder Rezensionsexemplare. Das macht zum Beispiel Panini ganz gerne, wenn die Rezensionsexemplare rausgeben, dass die dann auch so ein Rezensionsexemplar Stempel da drauf knallen. Ist natürlich nicht sehr schön. Aber die lassen sich tatsächlich weitestgehend entfernen und ja, wenn man es richtig macht, dann sieht man hinterher kaum noch was von dem Stempel. Was ich euch allerdings empfehlen würde, einfach um den Einband zu schützen, natürlich gehen die Stempel oft auch ein bisschen über den Einband, das sieht man ja hier, dass da auch ein Stück vom Stempel da drüber ist. Das müsst ihr hinnehmen, das werdet ihr nicht wegbekommen. Man könnte natürlich mit einer Nagelfeile auch hier drüber gehen, aber dann habt ihr so eine ausgefranste Kante dann am Einband und das ist einfach nicht schön. Also deswegen mein Vorschlag, ich finde am einfachsten geht das, wenn man hingeht und irgendwie den Einband wegklemmt, dass der einem nicht im Weg ist, wenn man das abhobelt, sage ich mal. Also da am besten vielleicht hier so Manga-Bände dann dahin stellen, dass man schön das so auseinanderziehen kann. Hier auf der anderen Seite machen wir das natürlich auch. Hoch. So, passen natürlich auf, dass wir nicht irgendwas kaputt machen an dem Manga. Dann habt ihr hier sowas. Haltet das gut zusammen mit einer Hand. Dann nehmt ihr eine Nagelfeile. Hier, das ist eine Nagelfeile, auch wenn es ein bisschen komisch aussieht. Und reibt einfach, aber mit dem Strich auf jeden Fall, weil wenn ihr so macht, das gibt total unschöne Fransen. Also auf jeden Fall so, der Breite nach, geht ihr dann so drüber, bis dann ihr merkt nach einer Weile, dass der Stempel nicht mehr zu sehen ist oder die Stempel. Also gut festhalten. Und los geht's. Nebenbei könnt ihr ja Musik hören oder irgendwie
einen Film anmachen oder eine Serie, damit es nicht so langweilig ist. Weil das kann, je nachdem, wie tief der Stempel sitzt in den Saiten, kann das echt lange dauern. Aber ich glaube, hier haben wir Glück und es dauert nicht so lange. Und natürlich, was man auch machen kann, damit es einfach gleichmäßiger aussieht, dass man über die ganze Länge drüber geht, auch da, wo kein Stempel ist. Einfach damit die Seiten halt komplett gleich lang sind und die Kanten halt auch gleich aussehen, relativ. Hat schon gut geklappt, man sieht schon gar nicht mehr so viel davon. Also da muss man keine Angst vorm Vorher-Nachher-Vergleich haben. Natürlich macht das viel Dreck. Also da fliegt auf jeden Fall eine Menge durch die Luft. Ja, ein bisschen sieht man es noch, wenn auch blass. Da kommt dann die ganze Zeit so ein Feinstaub. Also ich glaube, jemand, der eine Stauballergie hat, sollte das nicht machen. Und ich empfehle euch am besten, wenn ihr fertig seid, dann rauszugehen in den Garten oder auf die Terrasse oder so oder vor die Haustür und das da abzupusten, weil es einfach eine Menge Dreck macht dann doch. Könnt ihr übrigens nicht nur machen bei Stempeln, sondern natürlich auch, wenn mit Filzstift da einer drauf gemalt hat an den Rand oder weiß ich nicht, wenn da irgendwie einfach unschöne Stellen sind, das kennt man vielleicht, wenn man ein Buch im Rucksack hatte oder so, dass dann schon mal so Flecken sind an den Seitenrändern, die könnte man damit natürlich auch ganz gut wegkriegen. Aber ich finde, hier mit dem Ergebnis können wir jetzt schon zufrieden sein. Ja, vielleicht noch ein kleines bisschen. Ja, das sieht doch passabel aus. So, ich gehe das jetzt mal wegpusten, diesen ganzen Staub, den ihr hier drumherum seht. Und bin dann gleich wieder da. So. Also, das sieht doch schon mal viel besser aus. Also, ich finde, man kann nur noch sehr blass die Stempel erkennen, wenn überhaupt. Und natürlich halt hier am Einband, gut, da kann man nichts machen. Aber wenigstens haben wir es halt an den Seitenrändern weggekriegt. Dass da jetzt diese ganzen Einkerbungen sind, ist halt, weil es ein Mängelexemplar ist. Aber sonst, also man sieht, dass da was gemacht wurde. Natürlich, wenn ihr jetzt hier an den Rand guckt und hier im Vergleich ist schon so ein Farbverlauf erkennbar. Aber jetzt von weiter weg sollte man es eigentlich gar nicht so merken. Und es geht ja nur darum, um das Ganze ein bisschen zu kaschieren. Ihr könntet aber natürlich hier auch noch ein bisschen lang gehen. Würde ich jetzt vielleicht nicht machen, weil man will ja auch nicht zu nah hier an den Einband gehen, da am Rand. Aber vielleicht hier noch so ein bisschen wenigstens, dann sieht es gleichmäßiger aus einfach. Mir reicht das jetzt persönlich. Man kann es ja kaum noch erkennen. Ein Schönheitswettbewerb wird ja hier diese Unterseite sowieso nicht mehr gewinnen wegen den ganzen Dellen, also von daher. Aber ihr seht, das funktioniert und ist wirklich eine gute Methode, um so Stempel wegzubekommen. So, dann wollen wir uns doch mal alle Resultate ansehen. Das hier war übrigens der günstigste Band. Da war der Stempel oben drauf. Für 1,99. Ja, also ich finde, da kann man nicht mehr viel von sehen. Natürlich am Einband. Ja, hier unten am Rand noch ein bisschen, aber eigentlich so minimal, dass es kaum auffällt. Allen anderen Bänden war der Stempel unten drunter. Kann man auch eigentlich nur noch erahnen, dass da mal irgendwas war. Also es sieht echt gut aus. Ich finde, hier sieht es auch echt gut aus. Gut, da sind halt diese ganzen Dellen, aber vom Stempel sieht man nichts mehr. Bei Hardcover-Büchern funktioniert sogar noch besser, finde ich. Also da ist es auch einfacher, irgendwie mit der Nagelfeile zu arbeiten, finde ich. Also man kann ein bisschen noch was sehen hier vom Stempel, aber nur wenn man es weiß. Sonst fällt es überhaupt nicht auf. Und vor allen Dingen hat es jetzt den positiven Nebeneffekt. Also ihr könnt das auch mit vergilbten Büchern machen, sehr gut.
Weil tatsächlich sehen die Seitenränder jetzt viel weißer aus. Also wenn ihr jetzt mal guckt hier, das sieht schon ein bisschen gelblicher aus. Ich weiß nicht, ob die Kamera das so gut rüberbringt, aber ich glaubt mir einfach. Also hier, das sieht alles ein bisschen gelblich aus. Und hier unten ist es halt jetzt wirklich strahlend weiß, nachdem ich da mit der Nagelfeile gearbeitet habe. Gut, außer halt hier ganz am Rand, wo ich halt nicht mit der Feile hin bin. Aber ja, dafür ist es eben auch ganz gut. Also wenn ihr vergilbte Bänder habt, wie gesagt, wenn da irgendwas markiert wurde mit einem Stift oder ein Stempel drauf ist oder was auch immer, wann immer irgendwas an den Seitenrändern ist, was euch nicht passt, dann könnt ihr das damit einfach weghobeln und habt das Buch wieder wie neu. Also das fällt auch nicht auf, dass da jetzt ein bisschen die Seite kürzer ist quasi an der Stelle. Ihr könnt es ja mal hier euch ansehen, also gut minimal vielleicht. Also wenn man halt wirklich guckt, dann ist natürlich hier ein bisschen länger als in der Mitte. In der Mitte ist es halt ein bisschen kürzer, aber so minimal, das sollte man eigentlich gar nicht oder kaum bemerken. Einen letzten Tipp habe ich noch für euch, und zwar gerade dann, wenn eben hier der Buchrücken etwas schief ist. Den Trick finde ich ganz gut. Dann müsst ihr einfach das Buch nochmal von der anderen Seite aufschlagen und Seite für Seite durchblättern. Aber so, dass ihr halt schon ein bisschen durchdrückt. Natürlich kann man oder sollte man aufpassen, dass dabei keine Leserillen entstehen. Und das macht ihr wirklich von hinten bis vorne einmal. Das dauert natürlich auch eine ganze Weile. Aber wenn ihr fertig seid, werdet ihr merken, dass der Buchrücken wieder gerade ist. Ich kann euch ja jetzt, statt das jetzt hier euch in voller Länge zu zeigen, einfach mal einen Vorher-Nachher-Vergleich zeigen, weil ich habe das auch mit einem Sailor Moon Manga-Band schon gemacht. Also wenn es liegt, dann sieht man halt schon den Rand, weil er so geknickt ist, so schief ist. Das ist jetzt das Vorher. So, das ist jetzt das Nachher. Wenn man von oben drauf guckt, sieht man den Rand gar nicht. Also der ist jetzt deutlich gerader. Also ist halt natürlich immer noch gewölbt, aber ist jetzt nicht mehr so krass, finde ich. Hat jetzt mehr so nach innen gewölbt.